Ich ruf nach Jörg Heider, doch mich hört keiner. Ich sitz alleine im Dunkeln und spiele Klavier. Überzeugen, dass es da wirklich keine politischen, inhaltlichen Konzepte gibt, sondern nur blanke Menschenverachtung und Rassismus, den wir natürlich ablehnen. Es gibt mittlerweile einen Ruck nach rechts in Deutschland und dagegen müssen wir laut und bunt werden. Dass Nazis hier am Mehringdamm marschieren, dass die von der Polizei geschützt werden und auf dem U-Bahnhof Menschen zusammenschlagen können und dass dann im Innenausschuss der Polizeipräsident, der ja mittlerweile zum Glück aufgehört hat, dass der sich hinstellt und sagt, von Migranten hat keine Anzeige erstattet. Ja, das muss man sich vorstellen. Das sind Berliner Verhältnisse, nicht nur, dass die bei ihrem Angriff auf die Menschen unterstützt werden, sondern im Nachhinein wird eben auch gesagt, der eine hatte vielleicht keine Papiere, hat sich nicht beschwert, der ist nicht zu schützen. Das ist nicht mein Berlin. Wir uns im Innenausschuss anhören müssen vom Innenminister, der hier Innensenator heißt, oder vom Polizeipräsidenten, dass es keinen Anspruch der Bevölkerung darauf gäbe, dass Nazi-Demos vorher bekannt gegeben werden, damit wir genau sowas wie hier organisieren können, damit wir unabhängig von den Gesetzen, die ja nun mal sind, wie sie sind, aber da könnte man auch noch einiges tun, damit wir dagegen angehen und sagen können, das Gesetz ist das eine, aber unsere politische Verantwortung ist eine andere und wir wollen keine braunen Völker hier in Deutschland nicht und in Berlin nicht und in Kreuzberg und Friedrichshain erst recht nicht. Genau. Nazis raus! 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 Nicht durchdrücken, ey! Sie kommen von hinten rum! Sie kommen von hinten rum! Achtung! Alle vor den Türen, die kommen von hinten rum! Sind die Waffen! Hinter die Schilder alle! Nazis raus! Nazis raus! Dieser junge Herr hier gehört